Er hat eine Frage, die mich aufhorchen lässt. Vereinbarte Debatte, lese ich heute, wird im Bundestag diskutiert zur Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs. Das klingt sehr spannend, aber was steckt da dahinter? Das klingt sehr spannend, Michael Saar. Das ist vor allem aber auch ein Thema, das so groß ist wie ein Scheunentor. Und ja, man hat die Form einer vereinbarten Debatte gewählt. Es ist auch eine Orientierungsdebatte. Das bedeutet erstmal, dass es keine Vorlagen gibt, also keine Anträge, keine Entschließungsanträge, auch keinen Gesetzentwurf, sondern man will sich breit, möglichst breit mit einem Thema beschäftigen. Und ja, das ist bei einem wie dem, wie Sie haben es gesagt, die Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs, ja, eins, das sehr wichtig ist im Moment, wo sehr viel in Bewegung ist, wo vor allem aber keiner weiß, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Insofern, ja, wir sind auch gespannt, wie diese Debatte verläuft. Wir gehen relativ fest davon aus, dass der Brexit eine durchaus wichtige Rolle spielen wird dabei, zumindest hier bei diesem Gespräch, das wir davor führen, vor dieser Debatte. Und ich freue mich, dass dazu gekommen sind Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, und Florian Hahn ist bei uns, der dieselbe Rolle hat bei der Unionsfraktion. Guten Morgen Ihnen beiden. Ja, wir müssen tatsächlich mit dem Brexit anfangen, obwohl viele sagen, wir können es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Keiner weiß, wie es weitergeht. Die Briten wissen es selber nicht. Aber wir müssen trotzdem mal gucken, wie bewerten Sie beide die Entscheidung der letzten anderthalb Tage? Die Entscheidung, das bis zum Oktober, bis Halloween zu verlängern, ist ja ein Kompromiss. Ich finde es ein Ticken zu lang, vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wofür die Zeit gegeben wird. Also wenn man gewusst hätte, es gibt ein neues Referendum, Neuwahlen, dann gibt man auch gerne ein Jahr, von mir aus auch länger. Aber wir wissen ja bis jetzt immer noch nicht, was wirklich passieren soll. Und ein überfraktioneller Kompromiss könnte eigentlich auch schneller gehen. Jetzt haben wir die Zeit. Ich finde es wichtig, dass jetzt wirklich klar ist, wir erwarten Kompromisse und Ansagen aus London und die EU muss sich schützen. Wir können nicht riskieren, dass Boris Johnson irgendwann übernimmt und dann die EU auch noch an die Wand fährt. Ganz kurz mal nachgefragt, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass sich tatsächlich was bewegt in London? Na, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber mal ganz ehrlich, ich habe in die Akteure da gerade nicht so viel Vertrauen, aber vielleicht kommt ja noch Bewegung ins Spiel. Ich glaube, der Ausweg wäre eigentlich besser, die Bürgerinnen und Bürger noch mal zu befragen. Das würde wahrscheinlich dem Chaos etwas entgegensetzen. Manfred Weber, der Spitzenkandidat für die Europawahl, Ihr Parteifreund, hat sich gegen eine längerfristige Vertagung ausgesprochen gehabt. Ist das, was da jetzt kommt oder was da mutmaßlich kommt, es gibt ja noch ein paar Varianten dazwischen, ist das eine längerfristige Vertagung schon oder sind Sie mit dem Prozedere, wie es im Moment aussieht, einverstanden? Ich glaube, dass das natürlich langsam ganz schön unsere Geduld strapaziert und der 31. Oktober muss jetzt tatsächlich der allerletzte Zeitpunkt sein, bis sich das Vereinigte Königreich klar wird, was es möchte. Und ich glaube aber, dass für all diejenigen, die auf der britischen Insel auf jeden Fall eine Europawahl vermeiden wollen oder eine Teilnahme des Vereinigten Königreichs bei einer Europawahl, hoffentlich jetzt in die Gänge kommen zu sagen, wir wollen sogar noch vor der Europawahl zu einer Lösung kommen. Ich glaube, da ist ganz schön Musik drin. Ich wünsche mir, dass das Vereinigte Königreich Klarheit herstellt und dass wir vor allem, und das ist das Wichtige für unsere Wirtschaft und auch für unsere Partner auf der irischen Insel, dass wir vor allem einen harten Brexit vermeiden können. Bei Ihnen frage ich auch nochmal nach, womit rechnen Sie denn? Also Sie haben jetzt auch nochmal berechtigt Ihre Wünsche formuliert und wie Sie es gerne hätten. Was denken Sie, was denn kommt? Ich glaube, dass tatsächlich, wir sehen ja, dass die Mehrheiten inzwischen bröckeln, dass Bewegung zwischen den Parteien und Fraktionen im britischen Unterhaus tatsächlich in den letzten Tagen entstanden ist. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich eine Lösung gefunden werden kann, vielleicht sogar vor der Europawahl. In die Richtung, dass man davon ausgeht, dass der Vertrag, der zwischen Regierung und 27 Staaten geschlossen wurde, tatsächlich umgesetzt werden kann. Denn für uns gibt es da sozusagen keine Abstriche mehr zu machen. Alexander Graf Lambsdorff, der FDP-Kollege und Europapolitiker, hat gesagt, Angela Merkel hat Fehler gemacht bei den Verhandlungen beim Sondergipfel in Brüssel am Donnerstag. Sie hat den Streit, den es in London gibt, im Grunde in die EU getragen. Hintergrund ist unter anderem, dass es sehr unterschiedliche Positionen gibt über diese Verlängerung und über die Dauer der Verlängerung. Beispielsweise Emmanuel Macron hatte ganz andere Vorstellungen. Hat Alexander Graf Lambsdorff recht mit seinem Vorwurf an die Bundeskanzlerin? Frau Merkel hat nicht genug dafür getan, um auch die Interessen der Europäischen Union zu schützen. Ich fand es richtig, dass Emmanuel Macron gesagt hat, wir können nicht einfach einen Blankoscheck geben. Wir wissen nicht, was in Großbritannien kommt. Wir müssen bei uns eine neue Kommission wählen, einen Haushalt einstimmig beschließen. Da können wir nicht das Risiko eingehen, dass die Briten da sind und blockieren und unsere Handlungsfähigkeit lähmen, so wie sie sich selber gelähmt haben. Das Risiko wäre viel zu groß. Und Frau Merkel hat zwar immer nette Späßchen mit Frau May gemacht, aber eigentlich
eigentlich braucht, da ist da mehr Klarheit. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht eine Jahrverlängerung haben und wir hoffentlich eben bis zum 31. Mai, Oktober, ist immer Wunschdenken, dann wenigstens eine Antwort haben, damit wir nicht auch noch den Haushalt, die Kommission und alles gefährden. Das ist schon, finde ich, ein sehr relevanter Punkt, den wir da auch weiter vertreten müssen. Ich glaube, wir merken hier natürlich schon ein bisschen Vorgeplänkel, was den Wahlkampf angeht. Denn eins ist völlig klar, dass bis zum 31. Oktober weder eine Kommission gewählt wird, noch ein entsprechender Haushalt aufgestellt wird. Das heißt, das sind eigentlich Scheinargumente. Gut ist und wichtig ist, dass die 27 auch jetzt beisammen bleiben. Man hat sich sozusagen darauf verständigt, dass man nochmal Zeit gibt. Natürlich waren ganz unterschiedliche Vorstellungen da, wie lang diese Zeit ist. Man hat sich jetzt auf ein Datum geeint und ich glaube, das ist auch tatsächlich gut so. Das ist keine Gefahrenverzug, dass sich bis dahin irgendwelche Dinge bis zum 31. Oktober in der Europäischen Union irgendwie aus den Fugen geraten. Das ist kein Wahlkampfgeplänkel, weil Frau Merkel wollte ja länger als den 31. Oktober. Dank Macron haben wir uns geeinigt, jetzt auf den 31. Oktober. Bis dahin stimmt es. Wenn wir das Ganze ein Jahr ziehen, dann haben wir die Kommissionsentscheidung, die Haushaltsentscheidungen. Und deswegen ist es richtig, dass wir diese lange Verlängerung, wie Frau Merkel sie wollte, nicht bekommen haben. Wir dürfen noch mal. Ich glaube nicht, dass Frau Brandner sozusagen Teil des Verhandlungsteams war auf europäischer Ebene. Entscheidend ist, dass der 31. Oktober jetzt ein zwar langfristiges, aber gutes Datum ist, weil sozusagen nichts anbrennt bis dahin. Deswegen sind wir da auch, gehen wir damit auch mit d'accord. Abschließend zu diesem Thema. Es ist ja immer auch wieder im Gespräch, dass es Neuwahlen nochmal geben könnte im United Kingdom, es ein zweites Referendum möglicherweise geben könnte. Es gab eine liberale Abgeordnete, die das gestern, glaube ich, auch nochmal sehr klar gesagt hat, dass man da jetzt darauf hinarbeitet. Für wie wahrscheinlich halten Sie diese Variante? Also jenseits vom Wunschdenken mal. Ja. Also es gibt immer so wellenweise große Hoffnung für ein zweites Referendum. Es war 1 Million Menschen dafür auf der Straße, 6 Millionen Menschen, die es nochmal unterschrieben haben. Ich sehe da immer noch Chancen dafür. Sind die extrem groß? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass wenn die Briten an der Europawahl teilnehmen müssen, dann wird das de facto ein Referendum über Europa. Und dann müssen alle Pro-Europäer auch wirklich wählen gehen, pro-europäische Parteien wählen. Und dann wird das sehr spannend. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, von außen sozusagen in die Glaskugel des Vereinigten Königreichs zu schauen. Ist uns bisher auch nicht so richtig gelungen. Wir werden sehen, was auf der britischen Insel tatsächlich passiert. Wie gesagt, das, was wir uns wünschen, ist, dass wir zu einem geordneten Verfahren, zu einem geordneten Ausstieg im Sinne aller kommen tatsächlich. Da sind wir wieder beim Wunschdenken. Gucken wir mal auf das Debattenthema, das ihr gleich uns alle erwartet, nämlich die Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs. Wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Man muss wahrscheinlich auch erstmal auf dieses Europa selber gucken und was das diese ganzen Debatten über den Brexit mit diesem Europa machen. Kann man da was erkennen? Kann man da was absehen? Wir haben gerade schon mal das ansatzweise thematisiert mit der Frage, wie einig ist sich dieses Europa, der jetzt noch 27 eigentlich im Moment? Also welchen Einfluss oder welche Effekte hat diese Brexit-Debatte auf das Selbstbewusstsein, aber auch auf möglicherweise auf Reformbemühungen innerhalb der EU? Also wir als Europäer haben ja momentan eine Entscheidung zu treffen, ob wir einfach Spielball sein wollen zwischen den neuen großen Mächten China, Russland, USA natürlich auch, oder ob wir unsere Zukunft selber in die Hand nehmen wollen. Und das können wir jetzt entscheiden. Und ich glaube, dass der Brexit nochmal sehr klar macht, wohin es einen führt, wenn man rausgeht und glaubt, man kann alles alleine machen, nämlich ins Chaos. Und wir müssen jetzt sagen, wollen wir chinesisch digitalisiert werden oder amerikanisch oder noch eine europäische Option finden? Brauchen wir unsere eigene Infrastruktur, die kostet Geld. Ich bin dafür. Ich möchte diese Unabhängigkeit Europas und Sicherheit für uns. Wird den Blick auch in der Frage an Sie dann erstmal nochmal auf die, nicht in die Zukunft gerichtet, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal drauf, aber auf den Zustand dieser EU, wo es ja durchaus sehr unterschiedliche Kräfte gibt. Sie wissen das, weil Sie insbesondere, was den Umgang mit Fidesz angeht, mit dem ungarischen Ministerpräsidenten, der auch immer wieder in Diskussionen stecken, irgendwie, wo man nicht weiß, wo sie denn tatsächlich mal enden. Wenn Sie sich angucken, dass es ja sehr auch durchaus Fliehkräfte gibt innerhalb dieser EU, wo würden Sie sagen, wie ist der Zustand da und was muss sich ändern? Wir sehen das ja auch beispielsweise bei Rumänien, wo jetzt auch die Sozialistische Partei tatsächlich aus der Europa. Das wusste ich, dass der Einwand kommt, aber wir wollen trotzdem mal eben da bei dem. Ja, haben Sie völlig. Das ist schon wichtig, das nochmal zu erwähnen. Können Sie gleich. Das bestätigt eben das, was Sie beschrieben haben. Es gibt diese Fliehkräfte und deswegen ist vielleicht der Brexit aber auch eine Chance, weil, glaube ich, schon viele erkannt haben, zu sagen: Mensch, jetzt bist du wirklich ernst und es geht sozusagen ums Eingemachte, nämlich in der Frage,
Frage, ob diese Europäische Union noch zusammenhält. Und die großen Herausforderungen, die es gibt, hat auch die Kollegin Brandner ja schon beschrieben. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Und ich finde, dass gerade die Brexit-Verhandlungen zeigen, dass die 27 eigentlich sehr, sehr gut zusammenhalten. Wie muss gearbeitet werden? Wir brauchen ein Europa, das die Menschen stark macht. Ein Europa, das tatsächlich einen Nutzen hat. Und zwar bei den Dingen, den großen Themen, die 13 Millionen Bayern allein nicht lösen können und die auch nicht 83 Millionen Deutsche alleine lösen können. Wir brauchen einen Innovationspakt. Wir brauchen einen Sicherheitspakt. Wir müssen tatsächlich uns überlegen, wie wir uns beim Thema Digitalisierung und Globalisierung als Europa aufstellen. Da haben wir allein als Nationalstaat keine Chance. Aber reicht das dann einfach, das zu propagieren oder solche Programme aufzulegen, wie Herr Hahn beispielsweise sagt, oder muss es auch Reformen innerhalb dieser Institution EU geben und ihren Institutionen? Also wir brauchen Reformen, wir müssen Europa voranbringen. Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass man in manchen Bereichen nicht mit allen 28 oder dann 27 vorangehen kann, sondern mit Einzelnen, die bereit sind voranzugehen, das auch dann tut. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn wir mehr Europa wollen, wir Deutsche das ernster meinen müssen und auch entsprechend handeln müssen. Wir können nicht sagen, wir wollen eine eigene europäische Digitalisierung, europäischen Klimaschutz, wir wollen eine Energieinfrastruktur und das Ganze bitte für umme. Da müssen wir auch bereit sein zu sagen, ja, diese Sicherheit, diese Unabhängigkeit, die kostet was, die sind wir auch bereit zu investieren, weil es für uns gut ist. Und wir brauchen, und da bin ich sicher, eine Absicherung der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in allen Mitgliedsländern, egal ob das Rumänien ist oder Ungarn, das trifft beides. Und wir sehen aber, dass die, oder Polen oder Österreich, wo der Verfassungsschutz ja jetzt nicht mehr respektiert wird von anderen europäischen Ländern, weil er zu nah an Russland ist. Das heißt, wir haben da viele Probleme. Das ist eine der Hauptaufgaben. Und da ist eben die EVP bis jetzt noch nicht klar genug. Sie haben gerade Punkte beschrieben oder sagen wir mal Politikbereiche, wo gehandelt werden muss. Aber Sie haben jetzt wenig dazu gesagt, was sich innerhalb der EU verändern muss. Also in dem Verhältnis Parlament, Rat, Kommission, irgendwie Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, hat neulich mal betont, dass die Gespräche zwischen den einzelnen Staaten irgendwie eine ganz große und eine wichtige Rolle spielen. Also das ist ja auch nochmal ein etwas anderer Ansatz, als zu sagen, irgendwie die Länder sitzen alle gemeinsam an einem Tisch und versuchen, die Lösung da zu finden. Wie ist da Ihre Position? Unsere Position ist, dass wir auch uns noch ein selbstbewussteres europäisches Parlament wünschen. Und deswegen haben wir mit Manfred Weber natürlich auch einen hervorragenden Spitzenkandidaten, der eben genau das immer betont und sagt, er möchte als Kommissionspräsident dafür sorgen, dass das Europäische Parlament tatsächlich auch mehr zu Wort kommt und mehr zu sagen hat. Und das ist auch unsere Position. Was ist ganz kurz, was ist wichtiger, dass es selbstbewusst ist, dass es was zu sagen hat oder dass es vor allem auch entscheiden kann, maßgeblich mitentscheiden kann? Nicht nur mitentscheiden, sondern überhaupt entscheiden, so wie das hier ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es tatsächlich selbstbewusst Themen formuliert und politische Inhalte und Politik produziert. Und gute Politik überzeugt und das müssen dann die Institutionen miteinander natürlich auf den Weg bringen, gar keine Frage. Frau Brandner. Ich bin froh, dass Herr Hahn sich distanziert von der Aussage seiner Parteivorsitzenden, die auf mehr nur Zusammenarbeit zwischen den Staaten nicht gesetzt hat und nichts auf nicht die CDU, CSU. Aber ich finde es wirklich wichtig, weil das Parlament ist der Ort, der Europa vorangebracht hat. Und wenn das so bleiben soll, dann müssen wir sicherstellen, dass dort auch eine proeuropäische, prodemokratische Mehrheit im Mai gewinnt. Weil im Europaparlament braucht man häufig große Mehrheiten, um etwas durchsetzen zu können. Und wir können uns nicht erlauben, dass die Spalter, die Populisten mehr als ein Drittel bekommen. Dann wäre das die Handlungsfähigkeit des Europaparlaments wirklich gefährdet. Und zack, einen Satz haben Sie noch. Noch nicht völlig einig. Das ist doch ein schöner Schluss. Und zack, wollte ich sagen, ist eine Viertelstunde rum. Vielen Dank, Frau Brandner, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Hahn.